Hier ist Anna Albe mit der 14 Annika Niederwisser, die 15 im Tor Anita Kohorst, mit der 16 im Tor Nicole Roth, die 22 Mare Baregi, mit der 24 Brittmann Bahn, mit der 34 Silvia Bons-Petersen, mit der 55 Tamara Hagelzi, die 94 Julia Simancic und die 95 Florina Kossos auf der Bank, Ferenc Rotz, Max Schilke, Fabian Junke und die Cheftrainerin Edina Rotz, die Tussis aus Metzingen. Ein Derby, ein Highlightspiel, der Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Es steckt eine Menge drin in diesem 22. Spieltag in der Handball-Bundesliga der Frauen. Die SG BBM Bietigheim empfängt den TuS Metzingen, gerade mal 64 Autokilometer trennt beide Städte. Es ist quasi auch ein erweitertes Heimspiel für die Gäste aus Metzingen. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wie eng auch die tabellarische Situation ist. Das wollen wir uns jetzt noch mal ganz kurz anschauen. Beim Blick auf die Tabelle, die SG BBM Bietigheim, die Gastgeber auf Platz 2. Die Tussis aus Metzingen haben sich nach und nach hochgearbeitet nach einem eher schwachen Saisonstart. Mittlerweile auf Platz 5 von 11 Spielen in diesem Kalenderjahr haben sie 10 gewonnen. Also die haben einen richtigen Lauf im Rücken und wollen den natürlich auch heute am liebsten fortsetzen. Ob ihnen das gelingt, sehen wir gleich. In ein paar Momenten geht's los. Vorher sind wir noch mal ganz kurz in der Werbung.
Der Zuschauer aus Metzingen geht hier in dieses Derby zwischen SG gegen Bietigheim und gegen TuS Metzingen. Der 22. Spieltag in der ersten Handball-Bundesliga der Frau. Und da sind wir live aus der Sporthalle am Viadukt zum 22. Spieltag. Die SG BBM Bietigheim empfängt die Tussis aus Metzingen nochmal ganz herzlich willkommen. Der erste Angriff der Tussis, abgefangen von der aufmerksamen Deckung der SG BBM, die sich genau das vorgenommen hat heute Abend. Aufmerksam sein im Deckungsverbund. Das war so ein bisschen das Manko in den letzten Spielen, als es einen ganz knappen Sieg gab in der Liga gegen die Bad Wildungen Vipers und eine klare Niederlage in der Champions League gegen Gjör. Naitzinavicius. Dann Nick Snelder am Kreis bei der SG. Carolina Kulacz-Glotsch hier am Ball im rechten Rückraum. Xenia Smits mit dem ersten Abschluss. Und den ersten Treffer im linken Rückraum. Antje Lauenroth und Amelie Berger beginnen auf den Außenpositionen bei der SG. Und im Tor Valentina Salamaka. Da fehlt die etatmäßige Nummer 1. Emily Stang-Sando nach wie vor mit einer Gehirnerschütterung. Und das ist die Aufstellung der Gäste. Auf Rückraummitte die Nummer 10, Lena Sophia Degenhardt. Und auch der zweite Angriff landet nicht im Tor von den Gästen, weil Letizia Quist scheitert an Valentina Salamaka. Naitzinavicius fackelt gar nicht lange, nimmt sich da auch direkt mal einen Wurf, die Kapitänin der SG BBM. Und trifft zur 2:0 Führung. Vervollständigen wir noch die Aufstellung der Gäste. Im rechten Rückraum die 22, Maren Weigel, auf rechts außen die 2, Marlene Zapf, die Kapitänin, eine absolute Topscorerin bei den Tussis. Am Kreis die 55, Tamara Hagerty, auf links außen die 7, Bo van Wettering. Und im linken Rückraum die Nummer 10. Die Nummer 34 ist es Silje Bruns-Petersen. Im Tor bei den Gästen die 16, Nicole Roth, von Beginn an zwischen den Pfosten. Dritter Angriff der Gäste zum dritten Mal. Der Wurf ohne Tor erfolgt dann. Vorhaben der SG, defensiv stabil zu stehen heute, was im letzten Spiel nicht ganz so gut funktioniert hat. Naitzinavicius, passives Vorwarnzeichen der Schiedsrichter, der Abschluss musste da zeitnah kommen und Nicole Roth ist zum ersten Mal dran. An einem Wurf von Xenia Smits, aber im Zurücklaufen passt Naitzinavicius da gut auf. Snelder. Sehr schönes Anspiel auf die Kreisläuferin. Hier nochmal
die Situation davor, der letzte Angriff der Gäste. Gelbe Karte jetzt gegen Xenia Smits. Abgepfiffen diese Aktion gegen Silje Bruns-Petersen. Wegen eines Schrittfehlers, und das nutzt die SG BBM dann in einem schnellen Gegenstoß. Amelie Berger hier in der Zeitlupe trifft und hat jetzt eben im direkten Gegenzug auch den nächsten Ball abgefangen. Also für die Gäste kein optimaler Start in diese Partie. Nach 6 Minuten immer noch kein Treffer. Und das ist durchaus überraschend, denn wir haben es schon angesprochen, die kommen mit einem echten Lauf im Rücken hier nach Bietigheim. Mit breiter Brust. Und sind hier auch angetreten, um zu gewinnen, ganz klar. Dafür macht jetzt Karolina Kudlatsch-Lotsch in ihrer ganz eigenen Manier das 5:0. Nicht zu bremsen. Die Rückraumspielerin der SG, genau wie der Rest ihrer Mannschaft. Sehr guter Start für die SG, und die Tussis aus Metzingen nehmen direkt mal die erste Auszeit. War nicht unbedingt zu erwarten, dass es so gut läuft für die Heimmannschaft, denn auch da fehlen einige Stammkräfte. Julia Meithoff hat sich im Abschlusstraining beispielsweise noch einen Nasenbeinbruch zugezogen. Trine Jensen-Östergaard immer noch mit Trainingsrückstand nicht dabei. Emily Stansando, schon angesprochen, die etatmäßige Nummer 1 mit einer Gehirnerschütterung. Jetzt mal kommt Metzingen über die Spielerin, bei der es eigentlich immer klappt, Marlene Zapf. Macht ihr 122. Saisontor. Liegt damit auf Platz 4 aller Torschützinnen ligaweit. Bringt hier den Knoten etwas zum Platzen nach über 7 gespielten Minuten mit dem ersten Treffer für den TuS. Smits. Schön abgeräumt über Karolina Kudlatsch-Lotsch auf Amelie Berger. Die SG bisher gnadenlos effektiv. Zapf holt sich den Ball jetzt ab. Aber die Abwehr der in Rot gekleideten Bietigheimerin ist aufmerksam. Wieder Zapf, die da einläuft, und dann klappt es aus der Distanz. Lena Sophia Degenhardt mit dem 6:2. Bietigheim sucht hier sehr schnell den Abschluss, will die Gäste gar nicht erst ins richtige Deckungsspiel kommen lassen. Ja.
Klasse Pass auf Lauenroth. Richtig clever gespielt über die Achse Naizenavicius mit und dann ist es Antje Lauenroth, die jetzt auch schon dreistellig unterwegs ist, was ihre Treffer in dieser Saison angeht. Erfolgreichste Werferin bei der SG mit jetzt 101 Treffern in dieser Spielzeit. Nächster Versuch aus der Distanz von Maren Weigel geht neben das Tor und Bietigheim macht richtig Tempo. Auch in diesem Spielzug klappt das wieder. Naizenavicius passt genau auf Dani Xnelder. Zweiter Wurf von ihr, zweiter Treffer, 100%ige Wurfquote. Wir sehen es eingeblendet. Und das gilt so in etwa für alle, die auf Seiten der SG bisher aufs Tor geworfen haben. Ja, Markus Gaugisch, der Trainer der Bietigheimer, hat das so ein bisschen bemängelt, dass das Abwehrverhalten ihm nicht so gut gefallen hat, auch in der Champions League gegen Görnig, auch wenn die natürlich als Titelverteidiger haushoher Favorit waren, aber die Niederlage mit 17 Toren, 20-37 am letzten Wochenende, das war ihm doch ein bisschen zu viel. Und man sieht hier auch direkt, dass die Spielerin heute anders zu Werke geht. Auch wenn Lena Sophia Degenhardt jetzt mal wieder durchkommt über die linke Abwehrseite der SG. Pass auf Berger, die muss aber noch mal links abbiegen. Sehr schön provoziert dieser 7 Meter durch ein cleveres Anspiel von der Kapitänin von Naizenavicius. Sehen wir hier No Look auf Dani Xnelder und die kann dann nur noch im Kreis verteidigt werden. Aber Nicole Roth ist dran am ersten Strafwurf von Kim Naizenavicius. War letzte Saison noch die klare Nummer 2 bei der TuS, Nicole Roth. Besonders in diesem Kalenderjahr, aber im Januar und Februar mit sehr auffallend starken Leistungen. Dementsprechend auch die Einberufung zum nächsten A-Lehrgang der Nationalmannschaft. Da ist sie auf dem Radar aufgetaucht. Auch unter diesem Aspekt diese 8 Tore nach 12 Minuten für Bietigheim durchaus bemerkenswert. Extra Abspielfehler im Bedrängnis von Katharina Panzer. Und Berger bisher ohne Fehl und Tadel in dieser Partie, wenn sie den Ball da bekommt, in einer einigermaßen guten Wurfposition und das ist natürlich so eine 1 gegen 1 Situation in dem Fall absolut für sie. Dann trifft sie da zuverlässig jetzt zum 9:3. Auch das ein sehr schönes Anspiel von Lena Sophie Degenhardt auf den Kreis, auf Tamara Hagerty. Gibt 7 Meter. Und das macht Marlene Zapf gegen Valentina Salamaca. Und 9:4. Also Marlene Zapf macht immer ihre 6-7 Tore pro Spiel. Ja,
hat auch hier und heute jetzt schon zweimal getroffen. Kudlatsch-Klotsch. Fast schon schwindelig gespielt, die Abwehr der Metzingerinnen. Kommen da gar nicht hinterher. Hinter dieser wendigen, unberechenbaren Carolina Kudlatsch-Klotsch. Die trotz ihrer 36 Jahre, die sie auf dem Buckel hat, immer sehr frisch, sehr dynamisch wirkt. Und noch kein Prozent irgendwie runtergeschraubt hat, was ihre Einsatzbereitschaft angeht. Ball bleibt bei den Metzingerinnen. Jetzt auch hier der Arm oben bei den Schiedsrichtern. Abschluss muss kommen. Und Salamaka ist dran. Es geht viel zu schnell im Moment für die Tussis. Über 3, 4, 5 Pässe. Und dann kommt der Abschluss. Drittes Tor von Danik Snelder. Das funktioniert sehr gut, dass der Rückraum da durch sehr schnelle Querpässe die Lücken reißt für die Kreisspielerin. Und die verwertet dann die Zuspiele. Auf der anderen Seite werfen die Gäste zu leicht die Bälle weg. Bietigheim macht richtig Dampf. 11:4, 7 Tore vor. Das ist mal ein Ausrufezeichen nach 17 Minuten. Im Hinspiel hat Metzingen nur ganz knapp verloren, 25:27. Jetzt mal der Block gegen Naizinavicius. Langer Ball. Gar nicht so leicht zu verwerten für Bofan Wittering. Schafft sie aber. Hier nochmal. Naizinavicius bleibt hängen. Und dann gehen die Tussis das Risiko. Mit dem langen Pass auf Bofan Wittering. Klatsch-Klotsch. Wo ist der Ball da, fragt sich die ganze Abwehr bei den Tussis. Sie hatte ihn gar nicht hergegeben. Dafür die Metzingerin mit dem nächsten Ballverlust. Und Kim Naizinavicius eiskalt. In der Vorwärtsbewegung verlieren sie den Ball und Bietigheim nutzt das aus. Es steht 13:5.
Und schon zum zweiten Mal, nach noch nicht mal 19 Minuten, nimmt Metzingen die Auszeit. Edina Roth, die Trainerin mit dem kurzen blonden Haar hier im Bild, erkennt ihre Mannschaft wahrscheinlich gar nicht wieder. Das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Wir liegen hier mit 8 Toren zurück. Und wissen gar nicht so wirklich, wie ihnen geschieht. Weil Bietigheim ihnen keine Luft zum Atmen lässt, keinen Platz. Und dann gibt es auch immer noch ein, zwei leichte Abspielfehler im Angriff. Das tut dann den Rest. Neues Personal soll es möglicherweise richten. Die 11 Anna Albeck hier im rechten Rückraum jetzt im Spiel und die 14 im linken Rückraum, Annika Niederwieser. Aber auch die spürt ganz direkt mal den Körperkontakt. Passives Vorwarnzeichen. Den musste sie sich fast schon nehmen, Lena Sophia Degenhardt. Da hatte sie nicht viel Platz für diesen Abschluss, sehen wir hier. Danique Snelder war da schon fast dran an ihr. Trotzdem kommt der Wurf dann noch mit ausreichend Wucht auf den Kasten von Valentina Salamaka. 13-6. Jetzt mal ein sogenannter Unforced Error auf Seiten der SG. Die Gastgeber sind schnell wieder hinten, können sich ordnen. Lena Sophie Degenhardt. Schönes Anspiel. Und eine klasse Parade von Valentina Salamaka gegen Annika Niederwieser. Lörper Berger. Doppelt gegen den Pfosten. Kein Tor, dafür aber einen 7 Meter und eine 2 Minuten Zeitstrafe. Völlig korrekt entschieden gegen Julia Simancic. Thomas Kern und Thorsten Kuschel, die beiden Referees. Heute Abend ohne lange zu zögern. Anna Lörper jetzt mit dem nächsten 7 Meter. Kim Neitzinavicius. Ja, gescheitert beim ersten Versuch an Nicole Roth. Jetzt darf Anna Lörper mal ran und die trifft zum 14-6. Metzingen jetzt bemüht, ein bisschen Ruhe ins Spiel zu kriegen. Die Abschlüsse sauber vorzubereiten, fast schon wieder weggeprellt. Dieser Ball von Neitzinavicius. Wieder ist der Arm der Schiedsrichter oben. Ist noch ein weiter Weg zum Tor der SG für die Gäste. 3 Pässe haben sie jetzt noch. Hier angezeigt. Und jetzt muss der Abschluss kommen. Von Degenhardt.
Ein Pass bleibt den Tussis. Wird alles auf Anna Alberg rauslaufen. Aber wohin? Gibt nochmal Freiwurf. Kommt aufs Tor, aber Salamaka ist dran. Nicht wirklich platziert. Und Bietigheim spielt das weiter. Konsequent schnell. Wieder dieser Pass von Kim Neitzner-Vizius auf Lauenroth. Metzingen noch im Rückwärtsgang. Lauenroth alleine durch. Das ist schon fast überfallartig. Und richtig attraktiv, was die SGB Bietigheim hier zeigt. Annika Niederwieser tankt sich mal wieder durch. 15:7. So, jetzt auf Stürmerfoul entschieden gegen Anna Lörper. Und Bo van Wettering kann das ausnutzen. In der Situation die Schiedsrichter mal mit der Entscheidung gegen diesen dynamischen Antritt, den man ja von Gulatschlotsch und jetzt auch von Anna Lörper in diesem Spiel schon häufig gesehen haben, der die Metzingerinnen ein ums andere Mal überrascht und in Verlegenheit bringt. Gerade eben noch abgepfiffen, jetzt trifft sie. Anna Lörper, auch da war die gegnerische Abwehr weit weg von ihr. Freundliche Begleitung auf dem Weg zum 16:8. Zapf. Anspiel an den Kreis, Smits ist dazwischen. Lörper gefoult im Abschluss, gibt den nächsten 7 Meter. Bei dem Tempo, das die SG hier angeht, muss man sich natürlich fragen, wie lange halten die das durch? Aber bisher geht es voll auf. Nächster Treffer, 17:8, jetzt schon 9 Tore Führung. 5 Minuten vor der Halbzeitpause. Ihre Größe mal voll ausgenutzt. Annika Niederwieser trifft ins rechte Torwart-Eck. Und jetzt ist es Markus Gaugisch, der die Auszeit nimmt unter dem spärlichen Applaus der wenigen Zuschauer hier in der Halle. Knapp 4 Minuten vor der Halbzeitpause. 17:9. Was auffällt beim Blick auf die Statistik, da gibt es jetzt nicht eine Spielerin bei der SG, die alles schultert, die diesen Vorsprung irgendwie rausgeworfen hat. Kulatschlotsch, Anna Lörper, Amelie Berger, Kim Neitzner-Vizius, alle mit 3 Treffern schon in diesem Spiel.
also gleichmäßig verteilt und dementsprechend schwer auszurechnen einfach für die Tussis, wer sich den Wurf nimmt. Das klappt bisher fast alles. Es gibt Markus Gaulisch auch die Gelegenheit schon durchzuwechseln. Nede Reimer jetzt mit der 20 im linken Rückraum, hier mit dem ersten Abschluss. Und Luisa Schulze vorne am Kreis. Salamaka dran an diesem Wurf vor, aber auch das Foul gegen Katharina Panzer. Lattentreffer. Die SG kann den Vorsprung weiter ausbauen. Passgenau an den rechten Innenpfosten. Ausgangspunkt diese Staffette von Reimer über Lörper auf Antje Launroth. Und jetzt ging es auch mal auf der anderen Seite schnell und relativ einfach über den Kreis. Hofmann Wittering bringt die Tussis in zweistellige Gefilde mit dem 10. Tor. Dann ist es aber auch wieder Xenia Smits auf der anderen Seite, die nächsten 7 Meter rausholt. Hat bei Anna Lörper gut funktioniert in den ersten 2 Versuchen. Da darf sie natürlich auch jetzt wieder antreten gegen Roth. Und bleibt bei ihrer 100%igen Wurfquote. Auf der anderen Seite jetzt auch für die Tussis nach dem Foul an Katharina Panzer. Marlene Zapf. Immerhin das funktioniert, die Würfe von der 7-Meter-Linie. Marlene Zapf bei 3 Versuchen mit 3 Treffern. Aber das ist dann bisher einfach noch zu wenig. Lena Sophia Degenhardt hat auch schon 3-mal getroffen. Ansonsten ein bisschen Ladehemmung bei den Tussis. Und es läuft die letzte Spielminute, die letzten 30 Sekunden brechen jetzt an. Und es dürften jetzt schon aus Sicht der Bietigheimer die stärksten 30 Minuten in dieser Saison gewesen sein. Gegen so einen Gegner von Anfang an mit großer Dominanz und Effektivität. Reimer nimmt sich nochmal den Wurf. Nicole Roth pariert und damit bleibt es beim 19:11. Die SG BWM Bietigheim führt mit 8 Toren. Sicherlich deutlicher, als man das hätte erwarten können. Gegen den Tabellenfünften aus Metzingen. Zufriedene Gesichter dementsprechend nach der ersten Hälfte. Und trotzdem darf man Metzingen noch nicht abschreiben. Die haben genug Qualität im Kader, um auch so ein Spiel noch mal eng werden zu lassen. Trotzdem natürlich Chapeau vor diesem Auftritt der SG. Vielleicht hat Julia Meithof, die ja heute mit einem Nasenbeinbruch passen muss, eine Erklärung dafür, warum das
so gut läuft bisher, die haben wir gleich im Halbzeitinterview für Sie. Also dranbleiben. Jetzt gibt es erstmal die Highlight der ersten 30 Minuten. Bis gleich.
Halbzeit bei der Partie SG BBM Bietigheim gegen die Tussis aus Metzingen 19:11. Der deutliche Halbzeitstand und ich freue mich, dass die Julia Maithoff da ist. Julia, du kannst leider nicht spielen, ein Trainingsunfall. Ich habe euch diese Woche mal besucht für einen Vorbericht und da habt ihr so ein Spiel gespielt, da habe ich gedacht, ja, da muss doch irgendwas passieren. Aber bei dir ist es tatsächlich beim Handballspielen passiert, oder? Das stimmt, ja. Gestern leider im Zweikampf. War der Ellenbogen in der Nase, hatte ich genau schon mal, jetzt ist die Nase gebrochen. Aber die Mannschaft macht es extrem stark bisher und ich hoffe, wir können genauso eine gute zweite Halbzeit spielen. Ich wollte gerade fragen, das ist so ein Spiel, wo man gerne dabei wäre. Spitzenspiel gegen ein starkes Team aus Metzingen und ihr habt furios losgelegt. Warst du selbst positiv überrascht? Auf jeden Fall. Also ich hatte vor dem Spiel ein gutes Gefühl, aber dass wir so mit 5-0 starten, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht. Wir haben es echt geschafft, die Stärke von Metzingen, gerade das Tempospiel, eigentlich fast komplett zu unterbinden und konnten es selbst nutzen, indem wir einfache Tore gemacht haben. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ihr habt am Wochenende in der Champions League eine Lehrstunde erlebt. Aber danach habe ich gehört, diese Härte, die ihr da auch entgegengebracht bekommen habt, die hat bei euch auch so ein bisschen was bewirkt, weil ihr dann gesehen habt, ja, so müssen wir vielleicht auch auftreten. Ist das auch heute schon ein bisschen zu sehen? Also ich finde, wir haben von Anfang an in der Abwehr gezeigt, wo die Grenzen sind. Und wenn wir von Anfang an dieses hohe aggressive Niveau haben, dann können wir das auch durch das ganze Spiel ziehen, einfacher in den Gegenstoß gehen. Und ich denke, da konnten wir auf jeden Fall unsere Lehren schon vom Sonntag ziehen. Jetzt muss man leider sagen, die Bank hinter der Bank ist auch gut gefüllt, also es fehlen einige Spielerinnen. Hast du irgendwie die Befürchtungen, dass vielleicht die Kraft nachlässt, weil ihr habt ja nach wie vor ein recht straffes Programm? Oder glaubst du, der Vorsprung ist jetzt so, den kann man ganz gut runterspielen? Also ich denke, wir haben auch noch ein paar auf der Bank, auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir den Vorsprung so hoch halten, beziehungsweise dass es nicht nochmal eng wird, weil dann ist Metzingen extrem gefährlich im Tempospiel. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir jetzt direkt nach der Halbzeit wieder loslegen und da vielleicht noch 2-3 Tore Puffer aufbauen, dass wir das dann hier mit heimholen, die 2 Punkte. Schon ein bisschen hinblickend auf das Final Four. Das ist ja heute auch so ein Moment, wo man Zeichen setzen kann, wo man sagen kann, hey Metzingen, wir sehen uns im Halbfinale wieder, ihr seid gewandt. Das auf jeden Fall. Also ich denke mal, Pokal schreibt immer noch die eigenen Gesetze, aber somit kann man schon mal ein erstes Zeichen setzen und dass wir auch schon mal unser Ziel, natürlich ins Finale des Final Four einzuziehen, schon mal ein bisschen andeuten. Und es geht ja nach wie vor auch um diesen zweiten Platz, der noch sehr viel wert sein könnte. Den wollt ihr zementieren? Auf jeden Fall. Also das ist gerade auch in der Bundesliga das Ziel Nummer 1, da auf jeden Fall den zweiten Platz komplett zu sichern, weil wir natürlich auch für nächste Saison große Ziele haben und da sind wir jetzt gerade auf einem sehr guten Weg. Vielleicht abschließend, Julia, weil wenn du schon da bist, deine erste Saison in Bietigheim, sehr viel Spielzeit gekriegt, sehr viele Tore erzielt. Dein persönliches Fazit fällt sehr positiv aus, sicherlich. Auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh, wie schnell ich hier in die Mannschaft reingefunden habe und auch das Vertrauen bekommen habe, international auch schon so viele Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke, mit so einem Top-Team können wir hier noch einiges erreichen und da habe ich auch richtig Lust drauf. Und dann hoffentlich bald wieder mit dir. Wir wünschen dir ganz schnelle und gute Genesung für die Nase. Ich finde, so schlimm sieht es gar nicht aus. Hoffentlich danach noch ein bisschen gerade. Julia, vielen Dank und ich schaue mal nach oben. Vince hat uns zugehört und er übernimmt. Ich gebe ab. Sehr gut. Ja, hoffen wir natürlich, dass die Genesung da umso schneller geht mit so einem positiven Erlebnis wie heute Abend. Denn da kann auf Bietigheimer Seite gar nicht anders als so ein dickes Grinsen im Gesicht stehen. Wenn man sich den Verlauf dieser ersten Halbzeit nochmal vor Augen führt, mit einem ganz starken Beginn, die Tussis überhaupt erst nach 7 Minuten mit dem ersten Treffer. Da hatte Bietigheim schon 5-mal genetzt. Und so hat sich das dann fortgesetzt über weite Strecken der ersten 30 Minuten. 19:11. Das Ergebnis, das jetzt auf dem Tableau steht. Aber wer die Gäste kennt und wer auch die Trainerin kennt, Edina Rotz, der weiß, dass die mit umso mehr Wut jetzt aus der Kabine kommen werden. Da geht es nicht nur um Punkte, da geht es auch um Prestige heute Abend in einem echten Schwabenderby in der Handball-Bundesliga der Frauen. War ja nur eine Dreiviertelstunde Fahrt für die Tussis aus Metzingen bis hierher nach Bietigheim. Die kann aber trotzdem sehr, sehr lang werden, die Rückfahrt, wenn das dann so deutlich bleiben sollte, wie es jetzt aussieht.
Und wir hatten es vorher schon mal ganz kurz thematisiert, dass im Kalenderjahr 2021 die Gäste Niederlagen schon fast gar nicht mehr gewohnt waren. Haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, inklusive dem DHB-Pokalspiel gegen den Thüringer HC. Haben sich damit qualifiziert für das Final Four am 15. und 16. Mai, das Olymp-Final Four in der Porsche Arena in Stuttgart. Erster Gegner dort wird die SG BBM Bietigheim sein. Insofern war das heute auch ein Gradmesser in die Richtung. Und der Sieger dieses Halbfinales am 15. Mai, der bekommt es dann im Finale entweder mit Rosengarten-Buchholz oder mit Blomberg-Lippe zu tun. Das sind die anderen beiden Teilnehmer des Pokalwochenendes. So langsam haben sich alle Beteiligten wieder eingefunden auf der Platte. Die Gäste stehen bereit und empfangen jetzt den ersten Angriff der zweiten 30 Minuten der in Rot gekleideten Bietigheimerinnen, die wieder in der Anfangsformation aufwarten mit Berger und Launroth auf den Außen, Smits und Kudlatsch-Klotsch im linken und rechten Rückraum, Neitzinavicius auf der Spielmacherposition. Einzige Änderung ist Luisa Schulze am Kreis. Da hatte in Hälfte 1 noch Danik Snelder begonnen. Schnell der Arm oben jetzt bei den Schiedsrichtern. Passives Vorwarnzeichen. Smits versucht nochmal Berger anzuspielen. Und das hat jetzt zu lange gedauert. Wird abgepfiffen. Ball ist aber auch da schon wieder weg. Kudlatsch-Klotsch. Alleine auf dem Weg Richtung Matilda Kohorst, die jetzt mittlerweile im Tor steht bei den Tussis. Aber auch gegen diesen Abschluss von Kudlatsch-Klotsch nichts verrichten kann. 20:11. Katharina Pantscher hier auf Rückraummitte und wieder verspringt der Ball. Diesmal Anna Albeck, aber auch Antje Launroth kann die Kugel dann nicht kontrollieren. Neuer Anlauf für die Gäste. Wird auf 7 Meter entschieden und eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Xenia Smits. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Verteidigt durch den Kreis. Okay, die 2 Minuten Zeitstrafe muss man nicht unbedingt geben, meiner Meinung nach. Die SG jetzt aber 2 Minuten in Unterzahl und Marlene Zapf mit ihrem nächsten Strafwurf. Die lässt sich in der Hinsicht heute bisher nicht zu Schulde kommen. Dritter 7 Meter, dritter Treffer. Und in dieser Unterzahlphase nimmt Markus Gaugisch jetzt seine Keeperin raus und bringt die sechste Feldspielerin mit Anna Lörper. Starke Halbzeit von ihr mit 4 Toren. 3 davon per 7 Meter. Und Kudlatsch-Klotsch ist sich nach wie vor für keinen Weg zu schade. Ist für viele junge Spielerinnen hier in der Mannschaft, aber auch außerhalb des Vereins ein großes Vorbild. Mit welcher Professionalität und mit welcher Disziplin sie diesen Sport lebt seit Jahren. Kudlatsch-Klotsch.
hat jetzt ein bisschen Pech bei diesem Abschluss gegen den Pfosten und dann ist Matida Kohorst irgendwie noch dran. Da war Luisa Schulze noch dran mit einem leichten Schubser gegen Tamara Hagerty. Haben die Schiedsrichter nicht geahndet oder nicht gesehen. Der Abschluss jedenfalls neben das Tor. Und Bietigheim jetzt wieder voll zählig in diesem Angriff mit Xenia Smits im rechten Rückraum, die 22 am unteren Bildrand. Hier am Ball. Klatsch, klatsch. Die sucht sich einfach ihren Weg. Da hat man das Gefühl, es gibt überhaupt keine taktische Formation. Es gibt gar kein vorgeschriebenes Muster, das sie anwendet. Sondern sie guckt halt einfach, was sich ergibt. Und das mit einem wahnsinnig beeindruckenden Instinkt für die richtigen Entscheidungen. Fünftes Tor von ihr. Da war jetzt der Block dran an diesem Wurf von Anna Albeck. Chapeau, stark durchgesetzt. Tamara Hagerty wurde da von allen Ecken und Enden gestoßen. Gibt auch die 2 Minuten Zeitstrafe gegen Luisa Schulze. Das ist eigentlich eine Spezialität ihrer gegenüber. Tamara Hagerty gehört hier absolut zu den Sünderköniginnen in der Liga. Mit 15 Zeitstrafen schon in dieser Saison und einer roten Karte auf Platz 2, was dieses Ranking angeht. Heute hat sie sich da noch sehr zurückgehalten. Bietigheim jetzt wieder in Unterzahl, wieder mit dem leeren Tor. Und dann Nick Snell da im Kreis. Gab nicht nur ergebnistechnisch in den letzten Tagen und Wochen gute Nachrichten für die Tussis, sondern auch personell. Nicole Roth und Lena Degenhardt haben ihre Verträge in Metzingen beide verlängert. Bis 2022 bzw. 2023. Auch Maren Weigel hat eine Wechseloption verstreichen lassen und bleibt dem TuS erhalten. Xenia Smits. Stark nochmal zwischengeprellt. Schleicht sich am Mittelblock vorbei. Dann macht das 22-13. Die Metzingerinnen antworten jetzt schnell über Bo van Wittering. Hier in der Zeitlupe. Durch die Arme von Valentina Salamaka. Jetzt Stürmer voll gepfiffen gegen Kudlatsch-Klotsch. Das Risiko ist natürlich immer da, wenn sie auf die Abwehr geht. Und Anna Albeck mit dem nächsten Tor für die Gäste. 22-15. Für die verletzte Emily Stanxando hat Bietigheim übrigens kurzfristig für Ersatz gesorgt. In Person von Rena Keller. Ganz junge Spielerin, Jahrgang 2003, die über ein Doppelspielrecht von Schotzach-Botwartal hier nach Bietigheim gekommen ist, erst in dieser Woche.
mal sehen, ob sie heute Abend noch als Backup von Valentina Salamaca zum Einsatz kommt. Und auch Janina Bianco ist wieder mit dabei im Kader der SG, die B-Jugendliche, die in den letzten Partien immer wieder ihre Einsatzminuten bekommen hat. Und kaum habe ich von ihr gesprochen, schon ist sie da. Rena Keller hier im Bild mit der Nummer 12 jetzt für diesen 7 Meter. Gegen Zapf ist dran, aber der Ball überquert doch noch die Linie. Das wäre natürlich mal ein Ding gewesen. Erste Aktion. Hier sehen wir es deutlich hinter der Torlinie. Trotzdem schon mal eine gute Aktion von der jungen Keeperin. 23:16. Markus Gaugisch nimmt die nächste Auszeit. Markus Gaugisch, der Trainer der SG BBM Bietigheim, nimmt früh in der zweiten Hälfte eine Auszeit. Man hat das Gefühl, dass Metzingen mittlerweile im Spiel angekommen ist und dass bei den Bietigheimerinnen nicht mehr ganz so dieses unglaubliche Tempo drin ist, selbstverständlich, nach fast 40 Minuten. Trotzdem hat Markus Gaugisch vor dem Spiel versprochen, seine Mannschaft wird an die Leistungsgrenze gehen. Und das wird er auch bei dem Spielstand verlangen. Nicht nachlassen, Antje Launroth scheitert wieder an Mathilda Kohorst. Salamaca ist erst dran, aber dann bekommt Bofan Wettering den Abpraller und verkürzt auf 23:17. Da waren es nur noch 6. Zur Halbzeit die SG ja mit 8 Toren vorne. Smits scheitert am Block. Ja, Luisa Schulze ärgert sich über diesen Pfiff, sagt, sie hat den Ball da mit fairen Mitteln geholt. Schiedsrichter haben aber ein leichtes Zerren oder ein Trikotziehen gesehen. Metzingen bleibt im Ballbesitz. Ungenaues Zuspiel auf Ufern Wettering kickt sie nicht. Und Kulatsch-Lotsch holt den nächsten 7 Meter raus. Klar gefoult von Katharina Panzer. Findet trotzdem noch irgendwie die Möglichkeit aufs Tor zu werfen. Mathilda Kohorst taucht ab, aber dann gibt es eben den Pfiff und Anna Lörper nimmt sich dieser Sache an. Scheitert an Mathilda Kohorst. Man hat das Gefühl, dass, wenn noch was geht für die Tussis, dann jetzt. Richtig starke Bilanz von ihr, 44% gehaltener Bälle, seitdem sie im Spiel ist. Also Nicole Roth, die Nummer 1, heute nicht ganz so erfolgreich, aber Mathilda Kohorst läuft jetzt hier langsam heiß. Könnte zum Faktor werden, wenn die Mitspielerin vorne den Abstand weiter verkürzen. Und da gibt es den nächsten 7 Meter nach dem Foul von Luisa Schulze.
an Katharina Panzer. Hier nochmal die Zeitlupe. Auch Kudlatsch-Klotsch da natürlich deutlich im Kreis. Und Marlene Zapf macht den 18. Treffer für Metzingen. Jetzt sind es nur noch 5 Tore. Ohne hier künstlich Spannung erzeugen zu wollen, aber die Metzingerinnen machen ein bisschen was gut aus Hälfte 1. Und die SG lässt jetzt doch mehr Chancen liegen als noch in den ersten 30 Minuten. Schulze. Guter Ball von Naizia Navicius. Zapf. Schwieriger Winkel, aber sieht trotzdem ganz einfach aus bei ihr. Geht nicht mehr ganz so einfach für die SG jetzt. Zu Beginn dieses Spiels wussten die Tussis gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht. Aber dieses Anfangstempo, das ist in der Form nicht mehr da und Metzingen verteidigt jetzt mit mehr Erfolg. Xenia Smith setzt sich durch, holt noch eine 2 Minuten Zeitstrafe raus gegen Lena Degenhardt. Die in den Wurfarm greift und am Trikot zieht. Vierter Treffer von Smits, aber ein hart erkämpfter. Und wieder gibt es eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Smits auf der Gegenseite, weil sie Katharina Panzer da im Weg steht. Lässt sie sich jetzt auch noch mal erklären. Ist schon das 2. Mal, dass diese Entscheidung sehr hart gegen sie getroffen wird. Von den Unparteiischen. Marlene Zapf bekommt es jetzt wieder mit Rena Keller zu tun. Die war beim letzten Versuch dran und auch jetzt wieder. Aber Marlene Zapf hat dann eben auch noch genug Power in diesem Wurf, dass er dann vom Unterarm, vom rechten, über den Querbalken ins Netz springt. Beide zusammengerechnet hat Rena Keller jetzt locker mal 7 Meter gehalten, auch wenn beide drin waren. Macht einen guten Eindruck. Die Reservekeeperin, die SG sich da aus der näheren Umgebung an die Ends geholt hat. Beide Mannschaften mit einer Zeitstrafe. Die Tussis nehmen jetzt aber die Keeperin raus, deswegen in Überzahl im Angriffsspiel. Panzer. Sehr schön gesehen, dass Zapf da wartet. Und die geht jetzt voran. 7. Treffer von der Spielführerin, die hier nochmal animiert. ...25-21. Metzingen verkürzt hier Tor um Tor.
hat den Halbzeitrückstand halbiert und Naitzina Vitsius hat Glück. Und nutzt Matida Kohorst als Bande bei diesem Treffer. Schon wieder Aluminium, diesmal auf der Gegenseite. Katharina Panzer, und die hat nicht so viel Glück mit dem Aluminium. Also der Rückstand der Metzingerinnen stagniert jetzt hier bei 4-5 Toren. Aber die Bietigheimer Führung, die ist fragil. Da kommt es jetzt auf jede Situation an. Xenia Smits holt den nächsten 7 Meter. Klar durch den Kreis verteidigt von Dorina Korsos. So, jetzt darf Naitzina Vitsius wieder ran, nachdem auch Lopper den letzten verworfen hat. Und sie hat offensichtlich ihren Fehlwurf aus der ersten Halbzeit verdaut. Gegen Nicole Roth. Jetzt trifft sie gegen Matida Kohorst zum 27-21. Abgepfiffen, bevor der Ball im Tor war. Wegen dieses Zusammenpralls mit Kudlacz-Lotsch, die sich da auch ein bisschen wehgetan hat. Und jetzt erst versorgt wird von Xenia Smits. Möglicherweise auch hier im Fallen hat sie sich ein bisschen wehgetan, aber das geht trotzdem weiter bei ihr. Ist mittlerweile aufgerichtet, gewischt es auch und dann kann es weitergehen mit Ballbesitz für Metzingen. Zapf. Eigentlich mit einem guten Anspiel auf Korsos, die den Ball aber nicht fangen kann. Jetzt auch das Zuspiel von Naitzina Vitsius, das in der Abwehr hängen bleibt. Missverständnis zwischen Anna Albeck und der Kreisspielerin. Kudlacz-Lotsch. Warum lange warten? Warum umständlich spielen, wenn es auch einfach so geht? Nutzt da die Unordnung perfekt aus bei den Gästen, die sich den mühsam erkämpften Anschluss jetzt wieder ein bisschen zunichte machen. Pass, der abgefangen wird von Naitzina Vitsius, die da Amelie Berger in Szene setzen wollte auf rechts außen. Da
Das hatte zu Beginn des Spiels fast schon beängstigend gut funktioniert, diese Pässe von Naizenavicius in alle Bereiche des Feldes. Mittlerweile ist Metzingen da ein ums andere Mal auch dran an diesen Zuspielen. Aber auch Wietzekamp verteidigt aufmerksam und kann diese Fehler der Metzingerinnen nutzen, auch in Person von Antje Lauenroth. 29-21 und schon sind es wieder 8 Tore. Klotsch mit dem Sprungwurf. Sehr nah vor der Abwehr. Matilda Kohorst fängt diesen Versuch ab. Da fordern die Bietigheimerinnen jetzt Stürmerfoul in dieser Aktion vom Panzer gegen Smits, die aber auch den Ellenbogen gefährlich hoch im Gesicht der Gegnerin hatte. 2 Minuten Zeitstrafen hat sie schon. Bei der nächsten müsste sie dann frühzeitig duschen gehen. Patricia Quist jetzt im Spiel mit der Nummer 6. Und Lena Degenhardt holt immerhin nochmal einen 7 Meter raus aus dieser Situation. Natürlich bekommt Rena Keller die nächste Chance gegen Marlene Zapf. Und Marlene Zapf dürfte auch nicht unbedingt sicherer werden, nachdem die Keeperin jetzt schon 2 dran war. Das dann schon fast der sicherste Wurf von Marlene Zapf gegen die junge Rena Keller, die jetzt auch im Tor bleiben darf. Nicht wieder raus muss nach diesem 7 Meter. Klasse Anspiel von Naizenavicius auf Danik Snelder. 30-22. Und da hat sie ihren ersten Ball. Direkt den ersten aus dem Spiel heraus fängt sie, Rena Keller. Minuten noch, 8 Tore, der Vorsprung für die SG. Diesmal Danik Snelder zugestellt, aber die Schiedsrichter interpretieren das als Abwehr im Kreis. Und verschaffen Kim Naizenavicius den nächsten Strafwurf. Jetzt geht es wieder gegen Nicole Roth, die ja schon einen gehalten hat von Naizenavicius in der ersten Hälfte. Bleibt dabei. Den macht sie rein, 31-22.
muss über diese Einzelaktion gehen bei den Tussis. Annika Niederwieser macht das 31-23. Ansonsten war da nicht mehr sehr viel Bewegung erkennbar in diesem Angriffszug der Gäste. Zinnovicius landet im Block. Van Wittering unterwegs zum 31-24 Torzelt. Klatsch, klatsch, moniert dort Schritte. Smits, schwieriger Winkel. Und Matilda Kors ist dran mit den Füßen. Auch da landet der nächste Wurf im Block. Diesmal von Lena Degenhardt. Marlene Zapf und Bo van Wittering, die beiden Außenspielerinnen sind es, die Metzingen hier noch im Spiel halten. Van Wittering mit 7 Treffern, Marlene Zapf mit 8. Und das ist Antje Launroth mit ihrem 5. Tor. Macht sie wieder sehr akkurat. Unterkante Latte und dann rein. Auf der Gegenseite gibt es die nächste 2 Minuten Zeitstrafe gegen Luisa Schulze. Und das 32-26 durch Lena Degenhardt. Vier Minuten übrig in der Sporthalle am Viadukt am 22. Spieltag in diesem Schwaben-Derby. Kim Braun jetzt auch im Spiel auf links außen. Bekommt für Antje Launroth Nele Reimer im linken Rückraum. Auch das ein Zeichen dafür, dass auch der Trainer Markus Gaugisch davon ausgeht, dass hier nichts mehr anbrennt. Der Schiedsrichter ist oben. Schwierig für Reimer. Als Rechtshänderin aus dem Winkel mit dem Aufsetzer. Und das machen die Tussis dann nochmal richtig schön über Bo van Wettering. Mit dem Heber hinweg über Rena Keller. Reimer, Smits. Dieses energische Verteidigen hat den Tussis am Anfang dieser Partie sehr gefehlt. Da ging es viel zu einfach. Und diesen Rückstand aus den ersten 15, 20 Minuten, den haben sie nicht mehr aufholen können in dieser Partie. Immerhin Schadensbegrenzung konnten sie betreiben.
5 Tore nur die Differenz jetzt. Das sah zwischenzeitlich mal ganz anders aus und vor allem viel deutlicher. Jetzt verkürzt Annika Niederwieser hier sogar auf 4 Tore. Und Markus Gaugisch nimmt tatsächlich auch nochmal eine Auszeit, bevor das hier irgendwie nochmal eine kleine Wundertüte wird. Also noch ein bisschen mehr als eine Minute und 40 Sekunden zu spielen. Das Ergebnis dann hinten raus ein bisschen enger, als es sich eigentlich anfühlt. Nur Mitte dieser zweiten Hälfte hatte man mal kurz das Gefühl, dass Metzingen möglicherweise noch mal näher rankommen kann. Da hatte Bietigheim die Zügel etwas lockerer gelassen, aber dann auch wieder auf 8 Tore Vorsprung erhöht. Und mit diesem Treffer von Xenia Smits sollten dann letzte Zweifel beseitigt sein, dass die SG das nächste Spiel gegen Metzingen für sich entscheidet. Und das nicht ganz so eng wie im Hinspiel mit 2 Toren, sondern etwas komfortabler in eigener Halle. Morgen geht es für den Bietigheimer Tross dann schon zum Rückspiel im Champions League Achtelfinale gegen Gjör. Ein Bonusspiel, das man mitnimmt nach der deutlichen Niederlage mit 17 Toren am Wochenende, ist dann Weiterkommen natürlich nicht mehr wirklich greifbar oder realistisch. Kim Braun scheitert nochmal an Matilda Kohorst. Für Metzingen steht am Samstag noch ein Ligaspiel an gegen den ersten FSV Mainz 05, bevor es dann in die Länderspielpause geht. Für die SG BBM das nächste Ligaspiel, dementsprechend dann erst am 24. März, also heute in 2 Wochen. Da geht es auswärts gegen die HSG Blomberg-Lippe, während wir hier den Schlusspunkt dieser Partie sehen. Nele Reimer auf der Nick Snelder und die macht das 34:29. 5 Tore der Unterschied am Ende zwischen beiden Mannschaften. Unterm Strich ein hochverdienter Sieg für die SG BBM Bietigheim, den sie sich vor allem mit einer sehr überzeugenden, sehr souveränen ersten Hälfte erspielt haben. Die Tussis aus Metzingen haben in den zweiten 30 Minuten nochmal alles dagegen gehalten, was sie konnten. Gereicht hat es nicht, um den Rückstand wieder aufzuholen. Damit festigt Bietigheim den zweiten Tabellenplatz und die Metzingerinnen müssen in den nächsten Spielen dann weiter Punkte sammeln, um im oberen Tabellendrittel dran zu bleiben. Hier sehen wir nochmal die erfolgreichsten Torschützinnen heute Abend. Am Ende Marlene Zapf mit 10 Toren und Hof von Wettering mit 9 Toren. Also zwei Gästespielerinnen mit der größten Ausbeute. Carolina Kulacz-Jorcz auf Seiten der Bietigheimerinnen mit 6 Toren, erfolgreiche Werferin. Und da waren auch ein paar schöne mit dabei. Einige Tore zum Einrahmen für die Familiengalerie, fürs private Fotoalbum. Hier sehen wir sie auch nochmal jubeln. Carolina Kulacz-Jorcz mit der 14 direkt neben Trainer Markus Gaugisch. Diese ausgelassene Stimmung haben sie sich verdient. Und wir hoffen, dass auch Sie zu Hause dementsprechend zufrieden sind mit diesem Handballabend hier aus der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim. Und wir entlassen Sie jetzt in den Mittwochabend mit ein paar Highlights aus den letzten 60 Minuten. Vielen Dank schon mal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier aus der Sporthalle am Viadukt. Bis dann.
machen.